bist in Wahlstedt groß geworden, was so 45 Kilometer von Kiel entfernt ist. Hattest du da in der Jugend Berührungspunkte mit Holstein Kiel? Ja klar, ich meine, in Schleswig-Holstein gibt es ja nicht so viele weitere große Fußballvereine. Und Holstein Kiel ist natürlich, gerade wenn man dann mal hier die Anlage besucht, wenn man dann auf einem Turnier mal gegen eine Jugendmannschaft von Holstein spielt, ist natürlich immer was Besonderes gewesen. Und selbst dann auch später mit dem HSV in der U17-Bundesliga, U19, auch da war es natürlich immer für mich was Besonderes, nach Kiel zu fahren. Wie würdest du dich selber beschreiben, deinen Spielstil? Bin ein Spieler, der gerne das Spiel vor sich hat, den Ball hat und ganz gut im Passspiel ist, guten Überblick hat und ja, allgemein viel die Räume erkennt und ja, Freiräume freispielen will. Hast du denn noch so eine Erinnerung, wie die Spiele gegen Kiel waren oder wie es ist, gegen Kiel zu spielen, was das System angeht? Ja, es ist sehr unangenehm. Es war das Erste, was, glaube ich, mit Kiel oder was wir damit mit Kiel in Verbindung gebracht haben, dass es ein sehr ekliges Spiel wird. Ich weiß auch, das erste Spiel damals war ein Montagabendspiel, Flutlichtspiel, wo es um einiges ging und da war auch eine richtig gute Stimmung hier im Stadion, also wo noch Fans erlaubt waren zu dem Zeitpunkt, deswegen habe ich das schon noch im Hinterkopf auch. Ja. Du kannst jetzt schon bereits auf über 100 Bundesligaspiele zurückblicken oder die Erfahrung davon und hast auch schon Champions League-Spiele absolviert. Ist auch dein Anspruch so ein bisschen hier in Kiel, deine Erfahrung einzubringen oder wie siehst du das? Ja klar, also ich denke auf jeden Fall, wenn ich das sehe, ich komme jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer hier und sage immer zu, so und so muss das gemacht werden, sondern ich schaue mir da schon erstmal an, wie die Gruppendynamik, wie die Mannschaftsdynamik hier ist, die Chemie einfach. Jetzt hast du bei Union und auch bei Schalke gespielt, stimmungsvolle Stadien. Deswegen trifft es vielleicht auch dich gerade, wenn man ohne Zuschauer spielt. Also wie sehr freust du dich, dass es vielleicht bald wieder möglich ist? Ja, ich hoffe sehr, dass es wieder erlaubt ist. Das spricht zum einen, dass dann die Stimmung zurückkommt. Zum anderen spricht es auch dafür, dass ja im Land eine gute Atmosphäre herrscht, dass man die Pandemie ein bisschen eingedämmt hat. Und deshalb bin ich da von zwei Seiten aus glücklich, wenn wieder Fans dabei sein dürfen.